In diesem Video geht es mal um einen kleinen Besuch bei Aquado Zoo. Da war nämlich Chris Lughaupt von Dennerle, der Shrimp-King quasi. Vielleicht kennt ihr ihn, bestimmt kennt ihr ihn eigentlich, wenn ihr so ein bisschen in der Materie drin seid. Hat für Dennerle über 30 Forschungsreisen schon unternommen, schreibt auch in Fachzeitschriften. Und der hat einen kleinen Workshop gegeben. Einen 55er Scapers Tank von Dennerle hat er eingerichtet und ein 30er Cube mehr auf Garnelen bezogen. Und manchmal, ich gebe ja auch Vorträge dort und mache auch Shows da. Ich werde dann manchmal etwas politisch und dann. Ich habe ja eine neue Art nach Edward Snowden beschrieben. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Die Herrschaften, die haben ja gesagt, ich kann mir holen, was ich brauche, also werde ich das auch machen. Wir haben sehr coole Steine da, eine sehr gute Auswahl, also ich bin echt begeistert. Wer von euch kommt von hier oder kommt ihr auch von weiter weg? Wollen wir ein Garnelenaquarium einrichten? Wer von euch hat Garnelen? Ich habe es gerade im Auto. Wenn ich Auto fahre auf der Autobahn, da muss schon, also es geht gar nicht lauter und da muss schon ein Heavy Reef kommen, so dass ich aufwache und dass ich ein bisschen munter werde. Ich werde jetzt ein Garnelenaquarium einrichten für euch. Ich werde euch ein bisschen was über Garnelen erzählen, oder? Also, wir haben hier einen 30 Liter Cube von Dennerle und ich, wie gesagt, ich bin Fan von Cubes. So, we use the soil. Wir verwenden Soil. The soil, der buffered. Das heißt, er bringt den pH-Wert auf 6,0 bis 6,4. Und ihr wisst ja, Garnelen mögen einen leicht niedrigen pH-Wert in dem Bereich von 6,0, 6,4. Die Neocaridina-Arten, also die hier, so wie die, wie heißen sie, Fire Red und so weiter, die können auch etwas drüber gehen. Aber wenn ihr jetzt Crystal Reds habt und diese etwas höherwertigen Garnelen, die möchten schon einen pH-Wert haben, der niedriger ist. Und deswegen nehme ich gerne den Shrimp-King Soil. Warum mache ich das? Ich meine, klar, der ist dunkel und die Garnelen, wenn das Soil dunkel ist, dann werden sie auch in der Farbe ein bisschen kontrastreicher und ein bisschen schöner. Wenn du einen hellen Bodengrund hast, zum Beispiel irgendwas Weißes, dann passen sich die Garnelen natürlich an und werden auch heller. Aber die Farbe hängt nicht nur mit dem Bodengrund zusammen, sondern auch vom Licht. Das ist wie du, wenn du in die Sonne gehst, wirst du rot. Er wird braun. Na, du wirst knusprig braun und du wirst rot, oder? Ja. Genau. Bei den Garnelen ist es ähnlich. Die haben nämlich auch Zellen. Wenn da viel Licht drauf kommt, dann wird die Körperfarbe wird wesentlich, also die Zellen werden wesentlich dichter und schützen sich auch gegen das Licht, so wie bei uns auch. Wir haben ja in der Haut Melatonin und das schützt die Haut vor Sonneneinstrahlung. Bei den Garnelen ist es genau dasselbe. Also zwei Sachen sind wichtig für. Wenn man wirklich intensiv gefärbte Garnelen haben will, ist es viel Licht und der Bodengrund. Wie gesagt, im Aquado Zoo war das. Das ist in Dortmund-Hombruch. Die Stockholmer Straße ist das. Er hat das alles bereitgestellt. Also Pflanzen, Hardscape, das Becken, alles Soil, war alles vom Aquado Zoo. War wirklich eine nette Veranstaltung. Also ich hätte jetzt gedacht, dass mehr kommen. Es waren 20 Leute da, es waren noch zwischendurch viele, es war an einem Samstag ja, da ganz normaler Geschäftstag auch von denen. Also da waren auch so ein paar, die dann wirklich nur was irgendwie sich Fische kaufen wollten und dann dachten, was macht denn der Typ da jetzt? Und dann auch da geblieben sind und sich das dann angeguckt haben. Die beiden Becken hat er auch verkauft. Das war von Anfang an, waren die direkt zum Verkauf freigegeben. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die so schnell weggehen. Also er hat quasi den Cube eingerichtet. Danach hat er eine kleine Pause gemacht. Und in dieser Pause wurde dieser Cube schon direkt verkauft mit allem drum und dran. Wirklich mit Lampefilter, CO2-Anlage fehlte noch. Aber es war schon ein Schnäppchen. Ich meine irgendwie 180 für den 30er Cube und 250 für den Scapers Tank. Und hat da wirklich auch gut unterhalten dabei. Also er hat viel erzählt über so Reisen von ihm und sein Zuhause und auch seine Aquarien. Und zwischendurch dann gab es dann eine Frage, man konnte ihm wirklich die ganze Frage stellen. Dann gab es die Frage irgendwie, keine Ahnung, welchen Kleber kann man Sekundenkleber verwenden? Oder eine Frage war auch, kann man Kampffisch und Garnelen zusammenhalten? Das war auch eine interessante Frage. Glaubt ihr, das ist zu viel Bodengrund? Nee, oder? So, und ich mache den immer so vorne ein bisschen niedriger und hinten ziemlich weit nach oben. Warum? Weil es gibt mehr Tiefe. Hast du es gewusst? Ja. Es gibt mehr Tiefe. Das heißt, wenn du vor einem Aquarium stehst, das ist ja eigentlich nur ein kleines Teil, dadurch, dass hinten höher ist, hast du so das Gefühl,
du siehst den Berg hoch und dann kannst du auch höher bauen. Das heißt, du kannst auch diese Fläche nutzen, weil wenn du es nur flach hast und ein kleines Steinchen drin, was haben wir jetzt, sowas, das ist nicht wirklich Rock'n'Roll, das ist irgendwie so okay, das schaut nicht gut aus, aber wenn du jetzt hingehst und sagst, das ist ein richtiger Stein für mich. Und da muss man jetzt gucken, natürlich, passt der rein und wie passt der am besten rein? Ich meine, ich habe hier noch ein paar andere zur Auswahl, aber eigentlich halte ich mich immer gern an die größeren Steine, weil sie mit viel Fläche. So. Jetzt hält er natürlich nicht, muss ich machen. Ich nehme noch ein, zwei kleinere Steine, die den abstützen. Das ist Vulkangestein, das heißt, es ist relativ neutral. Außerdem hat das Vulkangestein viel Oberfläche, das heißt, die Garnelen können viel abgrasen. Garnelen ernähren sich ja hauptsächlich in der Natur von Bakterien und Detritus und solchen Sachen. Also die fressen jetzt nicht irgendwelche Möhrchen da oder Gemüse, was ich ja auch oft sehe, dass die Leute reintun, sondern die ernähren sich hauptsächlich vom Detritus. Wir haben hier von Schrimking, das zeige ich euch mal kurz, warte mal. Kennt ihr die Firma Schrimking? Ja. Schon mal gesehen? Ja. Genau, ich habe die ins Leben gerufen, das ist schon ein paar Jahre her. Und davon gibt es einige verschiedene Futtersorten. Und das Beste ist natürlich, wenn man immer so ein bisschen abwechselt, weil auch Garnelen im Habitat nicht immer das Gleiche fressen. Die raspeln manchmal Blätter ab, manchmal Steine. Und die Zusammensetzung ist ein bisschen anders da. Natürlich mit den ganzen Bakterien kommen auch andere Stoffe noch rein, Mineralien und so weiter und so fort. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Futter. Wenn man es einfach haben will, dann füttert man die Garnelen mit dem Schrimking Food. Jetzt muss ich gucken, wie wir das hier machen, dass man den Stein ein bisschen abstützen. Ist der groß genug? Eigentlich müsste ich immer auf die andere Seite gehen, um zu schauen. Weil dieser Prozess, der nimmt eigentlich am meisten Zeit in Anspruch. Wie scale ich das Aquarium so, dass es nachher gut aussieht? Ich brauche für diesen Prozess daheim, wenn ich ein wirklich cooles Skate machen will, ja, 20 Minuten, einfach weil ich den Stein so lange hin und her drehe, bis ich sage, so, jetzt passt es. Also du siehst eigentlich, oder ihr seht, eigentlich kann man so ein Skate in wenigen Minuten machen. Und es ist jetzt auch nicht hundertprozentig perfekt, aber es ist erstmal stabil. Und jetzt könnten wir eigentlich schon die ersten Pflanzen reinsetzen. Das ist jetzt nur mit Steinen, aber wir könnten auch Wurzeln nehmen, wenn wir Wurzeln haben. Aber erfahrungsgemäß bleiben die Wurzeln erstmal nicht, die schwimmen erstmal alle eine ganze Weile. Ja, da könnte man natürlich hier auch noch eine Wurzel reinmachen. Oder? Ich habe auch keine Angst, dass die Sachen aus dem Aquarium rauskommen. Man muss noch schauen, wenn man das macht, dass es nicht am Glas ist, weil sonst nachher klettern die Garnelen nämlich da hoch und klettern gleich wieder raus. Vor allem Amano-Garnelen machen das sehr gerne, die hauen nämlich ab. Von den Amano-Garnelen, die ich reingetan habe, sind 80% immer abgehauen. 80%, wenn das Aquarium nicht richtig abgedeckt ist. Das Erste, was sie machen, nach dem nächsten, in der Nacht meistens schon, hauen sie ab. Das ist klasse, das ist für meine Katze dann Buffet. Oder so, aber es wäre ein teures Buffet. Das Kilo kostet so viel wie Kaviar eigentlich fast. Meine Katze ist mir wert. Ja, ich weiß, die Mädels, die Katzen haben. Ich bin auch eine Katzenmensch. Deswegen versuche ich das immer so zu machen, dass es vom Aquarium weg zeigt. Ist das zu wild? Sie will jetzt vorne rausklettern. Hey, das ist okay, wir machen ja ein bisschen. Vorne rausklettern, vorne kommen sie nicht raus. Kann doch da auch hochklettern. Das ist auch nicht gut. Können wir hier einen richtigen Baum reinstellen? Ich bin auch im Weihnachten immer so ungeduldig. Ich mache nicht die Pakete so schön auf, ich mache hin und zack. Siehst du, dann hast du diese Lampe, die finde ich eigentlich sehr cool, weil sie sehr stylisch ist. Die kannst du dann einfach nur dran klippen und deswegen hat sich das auch mit der Lampe relativ schnell. Guck mal, die klippe ich dann hin. Kann ich das abbrechen oder wie auch immer. Und dann ist das okay. Ich meine, jetzt hier habe ich einen wilden Aufbau, aber ich könnte auch noch eine zweite und eine dritte hinstellen. Ich mache das eigentlich so, weil viel Licht ist natürlich für die Pflanzen und auch für die Garnelen eigentlich im ersten Moment ganz ordentlich. So. Weißt du, wie viel Lumen die hat, die Lampe jetzt? Aber bei den LEDs achtest du dann auch drauf. Wie viel Lumen?
Blumen. Klampen, auf denen steht das gar nicht drauf. Hm? Ja, ich weiß. Der steht nicht dran, oder? Na, ich glaube, steht bei denen ganz so gut. Steht bei denen, ich habe auch schon geguckt. Maximal 1000 würde ich sagen, eher zwischen 500 und 800. Ich sag dir dann Bescheid, wenn ich es rausgefunden habe. Also, die sind meistens nicht so hell. Mhm. Deswegen habe ich auch meistens zwei oder drei dran, weil dann habe ich richtig Power. Oder ich habe die ganz langen dran, und, weil ich habe mehrere Nano-Aquarien nebeneinander und da mache ich die langen Lampen dran. Die haben so 58 oder 60 Watt und dann habe ich da richtig Power. Und dann siehst du auch, wenn das CO2 drin ist und die Pflanzen, die haben dann richtig die Perlen richtig, weil du siehst, okay, dann passiert was im Aquarium. Wie sieht das mit dem Lichtspektrum aus? 6500 Kelvin? Oder besser gesagt Farbspektrum. Du fragst mich Sachen. Das ist, also Tageslicht ist das, was ich mag. Und mit einem leichten Blauanteil. Wenn es gelblich ist, das Licht, dann ist es meiner Meinung nach so, dann sehen die Pflanzen nur so leicht krank aus irgendwie. So, jetzt haben wir das Hardscape soweit so gut. Jetzt habe ich gesehen, wir haben hier jede Menge Pflanzen. Wo sind meine Lieblingspflanzen? Da sind meine Lieblingspflanzen. Ups, das ist Eleocharis pusilla. Schau mal, guck mal rein. Eine sehr coole Pflanze, weil mit dieser Pflanze kannst du als Bodendecker einen Rasen bauen. Schau mal, Jungs. Da kannst du einen schönen Rasen bauen und das mache ich meistens vorne hin. Also vorne die kurzen Pflanzen, die ich auch immer schön schneiden kann. Und je öfter du sie schneidest, je dichter wachsen die auch und auch kompakter. Das heißt, wir nehmen die hier jetzt raus. Das ist eine In-vitro-Pflanze. Die kommen nämlich aus dem Labor, diese Pflanzen. Und da sind keine Schnecken, keine Algen, die sind steril sozusagen. Da musst du nicht gleich mit Schneckenplage kämpfen oder mit Planarien oder sowas. Aber das gibt's ziemlich oft. Ja? Und haben jetzt auch mehr Schnecken im Aquarium als sonst was. Das sei lieb zu ihnen. Machst du dann nicht irgendwie was Farbiges noch mit rein, was rötlich wirkend oder so? Kann man auch machen. In dem habe ich es jetzt nicht verwendet. Ich mache es nachher in dem Scapers. Aber rote Pflanzen brauchen noch viel mehr Licht, CO2, Eisen. Ja, muss man wissen, dass rote Pflanzen. Ich habe am meisten Probleme mit den roten Pflanzen, weil da muss wirklich der Dünger stimmen, dass sie wirklich knallrot werden. Die meisten, es gibt viele Pflanzenarten, die werden rot, zum Beispiel die hier. Die wächst aber super langsam, obwohl ich wirklich viel CO2 raushaue und so. Da braucht es eine Weile und dass sie nachher schön rot werden, muss doch Eisen dazu düngen und so weiter. Jetzt haben wir, wie viele Pötter verwendet? 15 und das sieht man gar nicht. Ne? Aber wenn du nachher CO2 reintust und alles drum und dran, dann wird das in... Macht ihr das da mit CO2? Mit der Flasche praktisch? Oder ja. Diese Sprühdosen? Nee, Flasche. Da ist eine Flasche und da wird CO2 dran geschossen und dann, ich gucke, dass so jede Sekunde eine Blase rauskommt. Kleine Garnelen, die gerade Babygarnelen, die sind territorial. Das heißt, wenn die hier geboren werden, gehen die nicht hin zum Fressen. Das heißt, sie müssen ja auch da irgendwas an dem Stein finden. Und für das ist das super. Das ist für mich die beste Erfindung, seit es Garnelen-Aquarien gibt, die wichtigste vor allem. Okay, jetzt hätten wir das auch gescaped. Ich würde jetzt vielleicht noch ein paar Moose hier dran kleben. Aber wir haben, habt ihr alles Kleber dabei? Hier ist Pflanzenkleber. Bitte? Hier Pflanzenkleber gibt es ja aber. Alles gut. Aber soweit haben wir das jetzt fertig gescaped. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, kann ich die euch gerne beantworten. Zu Garnelen, aber auch zu Fischen, zu Pflanzen, zu Scaping, zu Expeditionen. Könntest du da jetzt zu den Garnelen einen Kampffisch zusetzen? Du magst den Kampffisch, gell? Das ist dir ganz wichtig. Dann setzt doch Amano-Garnelen dazu. Amano-Garnelen? Ja. Welche sind das? Caridina multidentata. Mhm. Die großen. Okay. Weil die großen sind Garnelen diese etwas Kampffisch durchsichtig nicht angehen. Und sie vermehren sich auch nicht im Süßwasser. Deswegen ist das kein Problem. Und du musst nur schauen, dass das Aquarium... dass sie da nicht rausklettern können. Was auch wirklich sehr nett war, dass der Kunde, der sich den gekauft hat, zum Beispiel jetzt gesagt hat, da auf die Wurzel hätte ich jetzt noch gern Moos. Und dann hat er gesagt, jo, machen wir. Dann ist er da quasi zu dem Pflanzenschrank gegangen, hat sich eine Packung Moos rausgenommen und hat so viel wirklich gemacht. Der Preis ist nicht gestiegen. Der Kunde hat sich wirklich noch da 20 Pflanzen reinsetzen lassen. Er hätte natürlich auch sagen können, gut, das waren jetzt nochmal 50 Euro extra an Pflanzen, aber der Kunde hat das so mit Kleber und allem, hat es einfach so dazu bekommen. Ja genau, dann war die kleine Pause, wo das Becken
direkt verkauft wurde. In dem Scapers Tank hat er, habe ich ja schon grob gesagt, hat er Frodo Stones verwendet, da auch sehr viele Pflanzen verwendet. Auf Wunsch des Kunden halt auch noch mehr. Es gab zwischendurch Kekse und Getränke, es war wirklich sehr nett. Ich hatte wahrscheinlich eh schon eine Krise, ich habe so viele Pflanzen da reingepackt. Ich glaube, die Pflanzen allein, die wir da mitgenommen haben, waren teurer als das ganze Aquarium. Ja. Ja? Aber ist ja okay. Wir sollen es recht sein. Was machen wir? Sollen wir noch Pflanzen klauen? Ja, klar. Was mich sehr gefreut hat, weil ich mir noch ein paar Pflanzen geholt habe, wo ich auch noch gleich was zu sage. Es war direkt, es wurde alles aufgefüllt. Es gab 20% Rabatt auf Dennerle-Produkte. Und es waren wirklich, die Regale waren aufgefüllt. Also man konnte wirklich Pflanzen bis zum Anschlag waren, Dünger, Flaschen, alles da. Hardscape lief über schon quasi aus diesen Kartons. Am Ende, was ich jetzt noch gerade angesprochen hatte mit den Pflanzen, war es dann so, er hatte noch ein paar Pflanzen über. Er hatte so zwei Paletten. 30 Pflanzen, weiß ich nicht. Vielleicht sieht man das auf dem Video. Hatte so zwei, ja, so Tabletts mit Pflanzen. Und da unter anderem sehr viel Hygrophila pinnatifida, die er eigentlich gar nicht verwendet hatte. Da ging mir natürlich ein Licht auf. Ja, ich verwende in meinem Becken, in dem Video, was ihr jetzt auch demnächst seht, ja, auch viel Hygrophila pinnatifida. Ist so meine einzige Aufsitzerpflanze, ja, meine einzige Aufsitzerpflanze jetzt in dem Mecken. Und da habe ich gedacht, habe ich dann einfach ihn angesprochen und den Nils, den Chef vom Aquariozoo, habe ich gesagt, jo, kann ich mir da so ein paar Pötte mitnehmen für mein Aquarium. Ja, und so kam es dann, dass ich dann ein paar Pötte Hygrophila pinnatifida gesponsert bekommen habe. Das ist jetzt natürlich nicht so viel, aber es waren auch 30 Euro oder so. Das ist schon sehr nett. Bedanke ich mich jetzt hier auch nochmal für. Seht ihr auch in dem Video. Ich werde jetzt vielleicht auch mal, weil mir was aufgefallen ist bei den In-Vitros. Das ist, kann man ja gut vergleichen von Tropica und Dennerle, weil die preislich ja genau gleich sind. 5,99 oder 6,99, bin ich mir auch gerade nicht sicher. Aber weiß ich nicht, vielleicht erwähne ich das in dem Video. Mir ist nämlich was aufgefallen, will ich jetzt aber nicht vorwegnehmen. Auf jeden Fall, jetzt komme ich auch schon langsam zum Schluss des Videos. Es war sehr nett, er war auch sehr nett, war total super da. Also es gab wirklich Verpflegung, es war schön. Man konnte wirklich auch nochmal da gut einkaufen, weil es wirklich alle Regale randvoll waren, wie ich schon gesagt hatte. Ja, es war ein schöner Tag, und 3-4 Stunden ging das, von 12 bis 3, ja, so plus minus eine Stunde, weil am Ende war es so ein bisschen, eigentlich nur noch hat er mit dem Kunden des 55ers gesprochen, so was er noch haben will, der Rest ist schon langsam gegangen. Ich habe das noch teilweise aufgenommen, aber ihr könnt auf jeden Fall mal bei dem Aquariozoo vorbeischauen. Internetseite vom Aquariozoo und von Dennerle habe ich euch mal unten in die Videobeschreibung gepackt, ihr wisst. Chris findet ihr auch auf Instagram und Facebook, auf YouTube auch. Ja, auf YouTube auch. Und ja, jetzt bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr fandet es interessant jetzt. Vielleicht Anreiz mal woanders, wenn er mal irgendwo wieder einen Workshop gibt. Wie gesagt, weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. Könnt ihr ja gucken. Ja, als Anreiz da auch mal hinzugehen. Also es lohnt sich wirklich. Jetzt bedanke ich mich und sage Tschüss.